Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Part 1 von meinem Black Friday XXL Kabam Haul. Nenne ich es vielleicht genauso, ich weiß es nicht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also hier sind Beauty-Produkte drin, die jetzt auch in nächster Zeit natürlich in dieses Gesicht kommen und getestet werden mit euch zusammen in Videos. Und ich fände es übrigens richtig cool, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, ne? Wäre mega nice, weil ungefähr die Hälfte von euch hat mich nicht abonniert und ich fände es total cool, wenn ihr das nachholen könntet. Schön wäre auch ein Kommi oder ein Like oder so, dass ihr einfach so ein bisschen zeigt, dass ihr da seid, weil YouTube jetzt so ein bisschen was ändert und dementsprechend auch wieder ganz viele Abos löschen wird. Und dann wäre es halt cool, wenn ihr irgendwie zeigen würdet, dass ihr da seid. Und um das Ganze nochmal etwas anzukurbeln, gibt es in diesem Video auch was zu gewinnen. Das zeige ich euch auch gleich. Irgendwann im Laufe des Videos wird es aufploppen, also wird es gezeigt werden. Und ja, Mensch! Ich habe hier richtig zugeschlagen, sowohl bei meinen Kooperationspartnern als auch generell überall irgendwie. Und es ist auch noch so viel zu mir unterwegs, weil es waren schon recht gute Deals mit am Start und auch neue Produkte, die mich interessiert haben. Und ich würde jetzt auch ganz gerne starten mit Lookfantastic. Ihr bekommt dort mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt, habe ich auch schon so oft immer wieder gesagt, ne? Das ist nichts, wo ich was dran verdiene, wenn ihr zum Beispiel über die Links in der Infobox bestellt. Das ist Affiliated, darüber würde ich eine Provision verdienen, aber mit dem Code halt nicht. Und ja, die haben halt echt coole Sachen und ich habe mich da ein bisschen ausgetobt und möchte euch da ein bisschen was zeigen. Da habe ich mir zuallererst hier das Bonbon von Victor und Rolf bestellt. Das war reduziert, so cool. Ich habe die Sachen auch noch gar nicht ausgepackt. Können wir gerne zusammen machen. Dann raschelt das hier ein bisschen, ne? Und ich fand das so hübsch. Das ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, glaube ich, ne? Oh, jetzt habe ich es falsch schon aufgemacht. Naja. Und ich habe heute gar kein Parfum drauf. Dann kann ich das ja schon mal sprühen. Wie hübsch ist das bitte? Oh mein Gott. Und die Duftbeschreibung hat sich so schön angehört. Und da wollte ich das einfach mal ausprobieren. Und jetzt gucken wir mal. Ui, blumig. Das ist meins. Das mag ich gerne. Oh, das riecht richtig toll. Oh, mag ich. Mag ich. Freue ich mich sehr drüber. Oh, ich bin aktuell so auf einem Parfüm-Trip. Das ist ganz verrückt. Ich habe mir auch diese Limited Edition mit Parfüm bestellt. Also, da kommt jetzt auch noch demnächst was von. Ja, da ist nämlich auch noch ein 60-Euro-Gutschein und so auf dein Parfum und so. Also, was du dir dann holen möchtest. Und dann gab es hier von Replika, das fand ich auch super interessant, diese, das sind Proben von der Maison Margiela Paris-Geschichte. Nein, Maison Margiela ist die Marke und Replika sind ja diese Düfte. So, und ich war schon so oft einfach dran, dass ich mir dachte, Mensch, wäre voll cool, aber die sind ja auch nicht günstig. Und dann gab es halt diese 10x2 ml, dieses Set hier, einfach zum Ausprobieren. Und dann kann man erstmal schauen, ob einem die Düfte gefallen, ob die mir lange genug halten oder. Und wie gesagt, alles natürlich auch rabattiert gewesen. Vielleicht sind die Sachen auch noch rabattiert oder ihr könnt jetzt mit meinem Code auch noch drauf sparen. Ich weiß es nicht. Und ja, das habe ich mir jetzt geholt. Das wird auf jeden Fall auch mal durchgedüftelt, sodass ich mir dann demnächst mal vielleicht eben mit diesem 60-Euro-Gutschein oder so halt auch so eine Full-Size davon bestellen könnte. Dann habe ich, weil viele von euch gesagt haben, Mensch, Claudi, du zeigst in letzter Zeit nur noch so wenig Too Faced, habt ihr recht, habe ich mir jetzt mal diese Palette bestellt, die Maple Syrup Pancakes Palette. Fand ich eigentlich auch ganz ansprechend, was ich da online gesehen hatte, ne? Die haben leider nicht mehr diese Blechverpackung, nicht mehr diese wunderschöne Mädchengeschichte, was mich immer sonst so angefixt hatte. Aber gut, ne? Wir haben halt hier so eine Pappverpackung und ich hoffe, dass hier die Qualität der Lidschatten auch schön ist. Wäre wünschenswert. Folie mache ich mal ab. Wir haben super viele Schimmertöne drin, relativ wenig Matte. Aber für Too Faced Verhältnisse ist die super bunt, ne? Finde ich schon richtig cool. Also die möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh, jetzt kommt gerade die Herznote. Da wird es jetzt ein bisschen schwerer, aber trotzdem ist es ganz angenehm. Da kommt wahrscheinlich gerade der Jasmin, den ich ja immer so liebe, ne? Naja, auf jeden Fall finde ich die Palette hübsch. Wir haben Lila mit dabei, wir haben Grün mit dabei, wir haben Rosa mit dabei, ein bisschen Blau. Ne? Und halt die klassischen Brauntöne. Wir haben gar keinen richtigen. Ja gut, Powdered Sugar haben wir hier oben, aber wir haben keinen hellen, matten Ton hier drin. Das ist verrückt, ne? Ich meine, gut, helle, matte Töne hat man ja irgendwo noch sonst so rumfliegen, in Anführungsstrichen, oder in anderen Paletten, die man dann verwenden könnte. Interessante Palette. Gut, dass ich das online irgendwie nicht gesehen habe. Wahrscheinlich habe ich diesen Pancake oben in der Ecke da eher als komplett matt abgestuft. Night Swan von NARS habe ich mir auch bestellt. Diesen, oder in der Farbe Night Swan. Light Reflecting Eye Brightener.
Da haben jetzt so viele schon den als Favorit mal gezeigt und immer wieder empfohlen und so. Und ich habe ihn halt bislang noch nicht gehabt. Und das ist halt wirklich so ein, ja, Concealer, aber in einem Pöttchen. Und sehr, sehr fest halt auch, ne? Ich muss ja an allem riechen, ne? Das riecht aber noch nichts. Und ja, finde ich einfach ansprechend. Und ich fand die Farbauswahl online sehr schwierig. Und das sieht auch ein bisschen gelblich aus. Da muss ich mal schauen und hoffen, dass es mir passt. Weil ich bin ja wirklich sehr, sehr hell und kühl, neutral vom Unterton her. Schauen wir mal. Also vieles hier, wie gesagt, kommt in diverse Schminkvideos mit rein. So auch dieses Produkt, Dewdrop Foundation von Surat. Jennys Highlights, liebe Grüße an dieser Stelle. Diese Frau ist krass. Schaut bei ihr vorbei, definitiv. Aber haltet euren Geldbeutel fest. Sperrt ihn irgendwo ein. Sichert eure Konten und alles, weil diese Frau fixt euch an. Mit Parfum. Die Frau hat mich mit inspiriert, immer wieder jetzt Parfums zu kaufen. Mit Foundations, mit so geilen, aber so teuren Produkten. Das ist der Wahnsinn. Die Frau ist echt hart drauf, ne? Nun, und die war halt auch noch richtig krass reduziert und dann noch mit Code und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, komm Claudi, sie schwärmt davon, hol sie dir. 19 Milliliter ist nicht die Welt, ne? Ich habe jetzt die Farbe 2 genommen und ich hoffe, dass sie mir passt. Ich habe so viel gegoogelt. Das ist so ein sündhaft teures Ding. Sieht wunderschön aus. Also das ist violett und schimmert von der Verpackung her. Und das ist halt eine Foundation, ne? Ist hier noch versiegelt. Edel, sprach der Wedel. Und ja, hier haben wir dann dieses Rausdrückvieh und dann musst du hinten drauf drücken und dann kommt die Foundation raus. Das sah so geil bei ihr aus und das sah so schön aus und sie hat so davon geschwärmt und die Frau hat einfach Geschmack und das wird ausprobiert. Auch wenn wir jetzt vom Hauttypen her ganz anders sind. Also ich glaube, sie hat eher eine Mischhaut und ich bin halt eine absolute Trockenpflaume. Aber ich vertraue ihrer Meinung so sehr und deswegen muss ich die mal ausprobieren. Dann habe ich etwas bestellt. Das ist dann aber eher etwas, was ich dann demnächst mal verlosen möchte. Ich glaube, oder mache ich das jetzt schon? Aber jetzt habe ich eigentlich was anderes. Nee, das mache ich dann in dem Video, wo ich dann die Produkte austeste. Ne? Also das ist ein Pinselset von Luxy. Das wird dann demnächst verlost werden. Complete Face Set, Rose Gold Collection. Und ich finde die Luxy Pinsel sehr, sehr gut. Sehr, sehr hochwertig. Hatten wir auch öfters mal in der Look Fantastic Beauty Box drin. Aber ich glaube auch in der Glossy Box. Und hier habe ich halt einfach mal ein komplettes Pinselset davon. Und das sind einfach Pinsel, die ich euch wärmstens empfehlen möchte. Und deswegen wollte ich das halt dann demnächst mal in eine Box, also in eine Verlosungsbox packen, aber jetzt gerade noch nicht so. Ich finde es fair, wenn ich jetzt auch mit meinem Kooperationspartner Purish weitermache, dass ich die Produkte dann auch so ein bisschen zu Anfang euch zeige. Ja, einfach, ne, weil es mein Kooperationspartner ist, aber die Produkte habe ich selber bestellt. Ich starte jetzt einfach mal mit etwas, was ich demnächst hier aufbauen werde und ich hoffe, dass dadurch auch so ein bisschen das Bild für euch auch besser wird, weil ich habe vor mir so einen Schminkspiegel stehen. Ich bin ja eigentlich, ich glaube, kurzsichtig nennt sich das, ne? Wenn ich das, was nah an mir dran ist, besser sehe als das, was weiter weg ist. Deswegen brauche ich halt auch immer vernünftige Spiegel, wenn die ein bisschen weiter wegstehen. Weil wenn es halt irgendwelche Spiegel sind, dann ist es schwierig, ne? Weil ich möchte halt ja schon mich schminken, aber nicht ständig mit dem Spiegel so vor euch hängen. Nun, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, Style Pro hat hier so ein Ding, wo auch Kolleginnen von mir sagten, der ist mega. Und den werde ich mir jetzt hier aufstellen. Und der hat einfach Licht mit dabei. Da kannst du auch noch irgendwie dein Handy mit anschließen und Musik. Und hast du nicht gesehen, das mache ich jetzt eher weniger. Aber ich werde den auf jeden Fall nutzen, weil hier sind ganz viele Noten und so mit dabei, um halt mich hier zu schminken, um euch dann auch vielleicht eine bessere Beleuchtung geben zu können und so. Wie gesagt, vom eigenen Geld bezahlt. Und ich bin einfach gespannt drauf, wie das so ist. Wobei der halt richtig fancy sein soll mit Lautsprechern und so. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das dann doch. Baue ich noch auf und dann kann ich euch da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe bei diesen Style Pro Produkten auch wirklich ein bisschen intensiver zugeschlagen. Das ist übrigens die Tüte von den insgesamt 3 Einkäufen, die ich bei Purish getätigt habe. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe hier nämlich noch was. Also, ja. Das ist dieser Schminkspiegel. Das ist aber eher so etwas, was ich dann auf Reisen mitnehmen werde. Zum Beispiel bin ich nächsten Monat, also im Januar, im Schwarzwald. Genau. Da bin ich eingeladen worden. Und das ist der Glow and Glow Mirror. Da hatte sowohl Chiquitas Place, die Nicole von geschwärmt, als auch Kati vom Kanal Contra Junkie. Und deswegen, weil du hast in den Hotelzimmern wirklich immer mieses Licht. Und das habe ich letztens noch auf dem Event gemerkt, als ich in Hamburg war. Das ist auch schon Monate her, glaube ich, aber egal. Da hatte ich halt einfach Mistlicht, ne, und konnte mich echt schwer schminken. Das wird halt einfach helfen. Der wird auch für zu Hause safe reichen, ne. Du hast hier noch so einen magnetischen Spiegel mit dran, wenn du Vergrößerung haben möchtest, aber
Ich sag mal, für zu Hause ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Schminkspiegel. Dann habe ich jetzt gerade was um, was jetzt gerade wieder ausgegangen ist, weil das immer so eine halbe Stunde an ist. Und zwar ist das dieser Gürtel. Ich habe nämlich meine Erdbeerwoche und der hat einen Namen, den ich vergessen habe. Tammy irgendwas. Und den trage ich jetzt diese Woche halt in dieser Position. Und hat halt hier auch verstellbar so ein Gurt, ne? Zieht man sich dann von unten so an. Der hat Wärme. Oh, der ist leer. Ja gut, ich habe den heute auf den ganzen Tag getragen. Ist halt über USB aufladbar. Genau, der ist leer. Er blinkt. Ja, moin. Der kann auch vibrieren und macht halt wirklich so eine Massagefunktion. Die würde ich jetzt eher weniger für meinen Unterleib so nehmen, sondern eher so für den Nacken, weil dafür kannst du den auch super verwenden. Ich habe das jetzt in letzter Zeit auch gehabt, dass ich ja mega den steifen Nacken hatte und da kam der mir echt zugute. Also ich fand den großartig und kann euch den definitiv empfehlen. Ich verlinke euch den auch in der Infobox und ich bin auch sehr froh, selber angefixt worden zu sein. Der hat auf der anderen Seite... Wie umständlich kann man das machen? Halt so ein Flauschi, das heißt, du kannst es auch direkt auf die Haut machen. Mir hat das jetzt heute gereicht, dass ich das über der Kleidung getragen habe. Ne? Alles tutti, also schon ein praktisches Tool, weil du hast es halt immer mit dabei. Und es ist jetzt wie spät? 10 Uhr knackt, das war die Hüfte. Nee, 21.48 Uhr. Und der hat halt wirklich seit heute Morgen an mir dran seine Dienste vollbracht. Ne? Ja, fand ich klasse. So, das ist die Umverpackung und er heißt Toasty Tummy. Geil, oder? Ja, also ich habe bei Style Pro zugeschlagen, also bei Purish bei Style Pro und habe mir da einiges geholt. Was ich mir außerdem geholt habe, ein paar von den Sachen habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das hier kam jetzt aber auch heute erst an von von Glamlight Hershey's Kisses Palette for Face and Body, ist auch interessant. Das ist die Milk Chocolate Palette, die fand ich hübsch. Also ich habe die immer mal wieder auch gesehen und habe mir die aber noch nie bestellt gehabt, diese Hershey's Kisses. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Und ich habe viele von den Glamlight-Paletten schon. Und die haben so eine geile Qualität. Das ist der Wahnsinn. Und die schaut so aus. Und das hier ist jetzt die alltagstauglichste Palette, würde ich jetzt einfach mal so sagen, von denen, die ich da so gesehen habe. Wie macht man die denn auf? Hier vorne, glaube ich, ne? Ja. Und hier haben wir 6 Töne drin. Und diese Schimmertöne, Leute, die sind der Wahnsinn. Das ist so krass. Richtig, richtig schön. Und das ist, wie gesagt, eine sehr zurückhaltende Palette. Auch da haben wir keinen hellen, matten Ton. Interessant. Haben die Palettenmenschen sich wahrscheinlich mittlerweile gedacht, Mensch, die Leute haben doch jetzt schon so viele Paletten zu Hause, dann brauchen die da nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, die habe ich euch schon in einem Live mal gezeigt von Luna Beauty, die Siren Sunset. Und ihr könnt auch bei Purish jetzt aktuell mit Claudis Welt 15 wieder sparen. Ne? Da bekommt ihr 15% Rabatt. Zum Ende des Jahres hauen die nochmal einen mega fetten Sale raus. Und ich werde auch demnächst nochmal eine Kooperationswoche haben mit meinen Mädels, mit denen ich ja auch schon eine Purish-Woche mal gemacht habe. Macht euch schon mal so eine kleine Wunschliste, Leute. Auf jeden Fall habe ich hier die Siren Sunset und die ist sehr, sehr schön. Eine sehr gute Qualität. Die haben es jetzt ja auch alle mit den Meerjungfrauen. Ne? Little Mermaid ist jetzt ja als Film rausgekommen und deswegen haben die ganzen Firmen sich gedacht, geil, ziehen wir doch mal mit. Und das ist eine eher dunkle Palette. Und ich habe davon auch wirklich viele Töne verwendet, als ich mich geschminkt habe. Und ihr habt den Look dann auch in Videos gesehen. Auch diesen Ariel, also ich habe so einen grün-lila Look geschminkt. Und ich fand das wunderschön. Du kannst damit, also mit diesen Luna Beauty Paletten generell halt so leicht arbeiten. Sehr, sehr empfehlenswert. So, dann habe ich mir diese Haarmaske gekauft. Ich weiß gar nicht, wer die von meinen Kolleginnen empfohlen hatte. Chris Appleton and Color Wow, die Money Mask. Die ist so teuer eigentlich, aber die war halt jetzt im Sale und ich hatte meinen eigenen Code und konnte damit auch noch sparen und so. Und dann war das halt super. Und die wollte ich halt auch einfach mal ausprobieren. Jetzt aktuell habe ich eine 7-Sekunden-Maske drin und in Anwendung. Ne? Heute ist Hairwash Day, ja guten Tag. Dann sind die halt ein bisschen puffiger immer bei mir. Nun, hier bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Riecht halt einfach nach einer Haarmaske, sieht so ein bisschen blau aus, ganz interessant. Und die soll halt mega sein. Und das werde ich ausprobieren, denn ich finde einfach, dass ich jetzt mal wieder ordentlich Haarpflege brauche, weil es ist alles so trocken. Die trockene Luft macht halt, dass meine Haare noch trockener werden und das Ganze halt alles sehr, ich weiß nicht, ich brauche da mehr Liebe, mehr Glanz, mehr Schönheit rein, ne? Gut, und da teste ich mich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Es ist ganz schön viel, was ich mir gekauft habe. Scooby-Doo Creeps and Crawls 10 Shade Palette von Glamlight. Das ist halt auch eine aus der eher Halloween-mäßig Reihe Geschichte, also eher dunkel unterwegs, aber auch hier Glamlight, Leute, ne? Ich bin jetzt kein Ultra-Scooby-Doo-Fan. Mir ging es halt wirklich um die Töne und die sind halt wirklich super dunkel, ne? Auch hier Siren Sunset ist Shaking.
sagt man das so? Ich weiß es nicht. Sieht krass aus. Und Glenmard ist ja eigentlich eher so eine Indie-Brand-Marke. Also Indie-Brand-Marke ist jetzt doppelt gemoppelt. Indie-Brand. Und die haben halt wirklich krasse, krasse Qualitäten. Und ja, finde ich nice. Wird ausprobiert. Also ich weiß echt nicht, wann und wie und wo. Aber wir kriegen das schon hin, Leute. Ne? Ihr kennt das von mir. Ab und an und irgendwann mal. Und dann kriegen wir das hin. Den habe ich mir jetzt auch endlich mal geholt von Nabla. Das ist der Cereal Liner. Den fand ich gar nicht so geil, wie alle immer gesagt haben. Muss ich jetzt aber noch mal ein paar Mal testen. Ich fand, da kam sehr, sehr viel Produkt auf einmal raus. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich den ordentlich geschüttelt hatte. Nabla hat auch noch diese Cupid's Holidays Crystal Nude und Falling Stars Edition rausgebracht. Die kannst du aber auch einzeln kaufen. Ich habe mir jetzt beide Collections einfach mal gekauft, weil kam neu raus. Die sind halt wie diese Cupid's Arrows. Und da sind auch, glaube ich, jedes Mal ein Cupid Arrow mit drin, der normal ist. Die sind ja normalerweise matt gewesen. Und jetzt haben die halt auch noch, ich glaube, 4 Töne sind das dann ja insgesamt rausgebracht, die auch so Schimmer mit drin haben. Und das möchte ich auch mal ausprobieren. Weil ich merke jetzt ja auch selber, dass es ganz cool ist, wenn ein Make-up, ein Fullface vielleicht nicht unbedingt eine Stunde dauert, sondern halt mal eben so eine Viertelstunde gemacht ist. Und dann machst du halt keinen super aufwendigen Lidschatten-Look, was ich eigentlich ja liebe. Ich bin ja ein Fan von Farben, aber das kannst du nicht jeden Tag machen. Und dann möchte ich es vielleicht mal ein bisschen einfacher haben. Dann hat Made by Mitchell nochmal 2 neue Sachen rausgebracht, aber auch in verschiedenen Farben. Da habe ich einmal die Blush Pressed Sunshade Geschichte. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Bronzer, ne? Ja. Der hat auch ein bisschen Schimmer mit drin, aber den fand ich ganz cool. Ist jetzt nicht so das Produkt, wo ich sage, rennt los, holt euch das unbedingt. Und dann habe ich auch noch einen Blush in der Farbe Roasted. Das ist dieser hier. Die sind ein bisschen schwer in die Make-up-Sammlung irgendwie mit reinzukriegen, aber nun schaut so aus. Und wie man das halt von den Blushs kennt, die ja normalerweise flüssig sind, ist es sehr, sehr stark pigmentiert. Und wir haben bei beiden leichten Schimmer drin, aber bei dem Bronzer siehst du diesen Schimmer halt nicht auf dem Gesicht, was ich positiv finde. So, ja, Tüt. Dann habe ich hier, kriegt man auch irgendwie immer so Proben mit dabei, ne? Werde ich dann in so eine Probenbox packen. Dann, die habe ich auch getestet, fand ich okay. Es ist halt so ein Zwischending zwischen Liquid Lipstick und Lip Gloss. Also es ist eher so ein Vinyl, würde ich sagen, für die Lippen. Also bei mir persönlich trocknet das nicht komplett runter, wovon ich rede. Liquid Lipstick von Luna Beauty, auch zu dieser Siren Sunset Geschichte in der Farbe Abyss und Sailor. Das sind wunderschöne Farben, ein Nude-Ton und ein sehr, sehr dunkles Violett, was so auch ein bisschen kühl auch mit dabei ist. Ne? Auch wirklich wunderschöne Verpackung wieder. Also ich persönlich, wenn ich Liquid Lipsticks verwende, möchte, dass die wirklich dann auch wirklich, wirklich matt sind, ne? Und trocknen und fest sind und nicht irgendwie abgehen. Ja, ich würde sagen, das ist halt einfach ein sehr, sehr, also ein Lip-Vinyl ist es. Ja, weil es halt auch, es wird nicht trocken. Ne? Gut, dann habe ich mir auch noch von Dominique Cosmetics Pillow Soft Hydrating Stain Lip and Cheek bestellt. Das ist dieser hier und das ist auch ein neues Produkt gewesen. Fand ich interessant. Pink Dreams ist hier die Farbbezeichnung. Und den kannst du dir dann auf die Lippen und auf die Wangen machen. Bei den Wangen wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das Ding ist halt recht gut pigmentiert. Und es hinterlässt ja auch ein Stain, das heißt, es färbt die Haut auch ein bisschen mit ein. Das sollte man halt auch bedenken. Ne? Hat aber eine wunderschöne, sehr, sehr tragbare Farbe, wie ich persönlich finde. Swatches machen heute keinen Sinn, weil ich habe hier so viel stehen, Leute. Ne? Ich bin nachher bunt. Dann habe ich mir auch noch aus der Willy Wonka-Reihe diesen Lipgloss gekauft, weil ich gehört habe, der soll halt wirklich tatsächlich nach Schokolade schmecken. Und das fand ich toll. Der ist nicht lila, keine Angst. Der ist, ich weiß nicht, hat der eine Farbbezeichnung? Das ist halt der aus der Willy Wonka-Reihe. Ja, und ihr bekommt ja auch teilweise Limited Editions bei Purish, also sowohl von Revolution jetzt immer mal wieder auch welche, als auch Catrice Essence, glaube ich, nicht mehr. Ey, was ein widerspenstiges Teil. Naja, auf jeden Fall ist es der hier und ich muss jetzt unbedingt dran riechen. Ich habe ja auch den Adventskalender ausgepackt, den hatte Purish leider nicht. Oh ja, das muss man mögen, ne? Schaut so aus, ist aber auch wirklich eine tolle Farbe. Ne? Das auf jeden Fall. Ne, habe ich Bock drauf. Und ja, das war dann Purish. Das ist schon recht viel gewesen. Ne? Dann bin ich auch noch etwas bei Beauty Bay eskaliert. Da gab es natürlich auch krasse Prozente. Produkte, die mich schon länger interessiert haben, die endlich wieder vorrätig waren. Und eine gratis Lidschattenpalette, was ich auch sehr, sehr nett fand. Also das habe ich gerne mitgenommen. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem Elf. Halo Glow Liquid Filter. Das schwärmen so viele von uns. So viele haben den jetzt auch als Favorit genannt, ne?
Ja, der soll halt richtig geil sein. Ich habe die Farbnummer 1, fair. Und ich finde den aber für fair ganz schön dunkel, was ich hier so sehe. Aber ich denke, auf dem Gesicht ist der ja nicht von der Deckkraft zu. Also dementsprechend, das wird alles ausprobiert und ist halt auch sehr hochwertig in dieser Glasverpackung, ne? Nun, dann habe ich mir auch noch About Face Cheek Freak einen Blush Balm mitgenommen. Das fand ich auch super, super interessant. Und ja, Feeling, nee, doch, oder? About Feeling Flush ist, glaube ich, dann die Farbbezeichnung. Keine Ahnung. Die Marke fand ich auch ganz ansprechend. Die hatte ich jetzt auch recht neu dort gesehen. Sehr schönes Verpackungs-Haptik-Ding. Ja, ne? Ist eher so Plaste. Aber es fühlt sich richtig schön weich irgendwie an. Okay. Oh. Ja. Wow. Was bist du? Bist du cremig? Ja, das ist cremig. Okay. Muss ich ausprobieren. Muss ich auf dem Gesicht sehen? Muss ich auf dem Gesicht sehen. Interessantes Produkt. Steht hier hinten auch die Farbbezeichnung drauf. Laid. 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 Okay. Kann die Umverpackung nämlich auch weg. Dann habe ich mir von e.l.f. auch noch. Das ist halt die Sache. Ich habe ja. Habt ihr noch gar nicht gesehen? Das kommt noch. Ich habe letztens erst ein Fullface e.l.f. geschminkt. Und dann ist mir im Fullface aufgefallen, was ich noch gerne hätte. Läuft bei mir. Sheer Tint Finishing Powder in der Farbe Fair. Ja. Habe ich hier. Das ist dieses hier. Einfach ein Fixierpuder. Und. Ja, ein festes, ne? Ich glaube, ein loses müsste ich haben oder so. Ja, sieht sehr hübsch aus. Coole Verpackung, da siehst du jeden Fingerabdruck drauf, ist aber egal. Und hier haben wir dann einmal das Puder, wie gesagt, ein gepresstes Puder und hier auch ein Schwämmchen, ne? Spiegel mit am Start. Ja, das finde ich interessant. Cruelty Free ist e.l.f., das finde ich auch immer sehr nett. Dann habe ich mir, ich glaube, ich habe mir Produkte für fast ein Full Face oder so bestellt, von Estée Lauder die Futurist Skin Tint Serum Foundation. Lichtschutzfaktor 20, wirst du nicht erreichen, aber besser haben wir es brauchen. 30 ml sind drin, ich habe die Farbe 0N1 Alabaster mir geholt. Jo, das ist definitiv mutig, ich weiß, aber ich bin ja auch wirklich Gesichtsfarbe durchsichtig. Deswegen kann das was werden. Uff. Könnte mir aber vielleicht doch ein Tick zu hell sein, ne? Huh, wir gucken einfach mal. Glasverpackung, aber ich fand es einfach super ansprechend. Die Estée Lauder Double Wear finde ich einfach gar nicht passend für mich, weil ich ja sehr. Also, ich habe eine super trockene Haut, ne? Habe ich ja eben schon gesagt. Und das hat mich einfach angesprochen, weil ich mir gedacht habe: Ach Mensch, jetzt hast du hier endlich mal eine Foundation, die auch von Estée Lauder zu deinem Hauttypen passen könnte. Vielleicht. Finde ich klasse, habe ich jetzt hier. Und deswegen habe ich mir auch noch passend dazu den Futurist Soft Touch Brightening Concealer bestellt. Es gab wirklich krasse Rabatte. Ja, Farbe ist 0,5C und ich bin ja kühl. Deswegen müsste das passen. Oh mein Gott, ist das auch Glas? Nee, das ist Plastik. Okay, schaut so aus. Und da habe ich einfach gehofft, dass es das auch gut zusammen dann bei mir funktioniert und auch gut aussieht und so. Wir werden es sehen. Too Faced hat auch hier was. In diesem Holz zu suchen. Und zwar eine neue Mascara, Better Than Sex Foreplay. Die haben sich jetzt mal überlegt, dass es vielleicht mal cool wäre, wenn die auch mal eine Mascara mit einem Gummibürstchen rausbringen. Fand ich witzig. Benefit hat sich gedacht, Mensch, wir machen mal eine Mascara nicht mit Gummibürstchen, wie wir immer machen, sondern mit Faserbürstchen. Und Too Faced genau andersrum. Wobei Too Faced hat ja eigentlich. Hatten die vorher auch mal so Gummi? Weiß ich nicht. Instant Lengthening, Lifting and Thickening. Ach Quatsch, das ist der Mascara Primer. Das ist gar nicht die neue. Hä? Keine Ahnung. Kann man das auch als Mascara verwenden? Weiß ich nicht. Ja gut, Foreplay ist ja Vorspiel, ne? Hä, aber wenn das ein schwarzer Mascara-Primer ist, riecht nach Mascara. Hat halt so ein bananenförmiges Bürstchen. So ein Gummibürstchen. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ne? Wie ich das dann so anwende. Crazy Cloudy, sehr crazy. MAC hat eine Limited Edition im Winterstyle rausgebracht und auch hier sind wir wieder bei kühlen Paletten angekommen. Das ist ja mal krass, ne? Und ich gebe hier MAC gerne nochmal eine Chance. Snowbodies Business Eyeshadow Palette und da haben wir 12 Fännchen drin und ich fand die einfach ansprechend. Die war im Sale und das fand ich einfach cool und deswegen wollte ich die mitnehmen. Guck mal, wie schön die glitzert. Fühlt sich ehrlich gesagt auch gut an. Also schön schwer.
Also hier fühlst du haptisch nur das Mac drauf, ansonsten ist die glatt, obwohl das aussieht, als wäre das so, dass du, ne, das finde ich ganz interessant. Und von innen halt eine super kühle blaue Palette. Blau ist so schwer, Leute. Es ist so schwer, das aufs Auge vernünftig drauf zu bringen, deswegen bin ich so gespannt, ob das mir bei dieser Palette gelingen wird. Ich hoffe, dass die Schimmertöne was drauf haben werden. Wir haben hier ein richtiges Schwarz drin, was ich dann wahrscheinlich als Eyeliner verwenden werde. Ansonsten halt ganz viele Schimmertöne und auch hier kein matter heller Ton. Das ist matt. Alles andere ist schimmernd. Das ist fancy, ne? Aber gut, da kannst du mit dem Puder dann vielleicht arbeiten oder so. Keine Ahnung. Nun, das ist auf jeden Fall das, was ich mir bestellt habe. Und das ist das, was ich für Umme mit dazu gekriegt habe. Einfach mal die Midnight-Palette. Die ist riesig. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Das ist nämlich auch so eine kühle Palette. Und ich denke, dass ich die dann auch demnächst mal auch verlosen werde. Die gab es halt für umsonst mit dazu. Kannst du dich nicht beschweren, ne? Wow, ich glaube, dieses Video wird eine Stunde gehen. Okay, so. Sephora ist jetzt hier am Start. Und da habe ich mir auch allerhand bestellt. Ach, guck mal, da habe ich mir jetzt die neue Mascara bestellt. Und zwar ist es nämlich von Too Faced die Better Than Sex Doll Lashes Mascara. Okay, also habe ich da irgendwie schon drüber nachgedacht. Manche Bestellungen gebe ich auch nachts um 3 auf. Da denke ich wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber gut, ja. Auf jeden Fall ist das hier jetzt die neue Mascara. Und die schaut so aus wie die ganz normale Better Than Sex. Die fühlt sich super schön, super schwer an. Und ja, das ist aber ein Faserbürstchen. Hä? Okay. Und die muss man, also es ist halt so bananenförmig, ne? Und das muss man dann wohl in Kombination mit dem Primer verwenden. Oder man kann sie auch solo verwenden. Ich werde beides ausprobieren. Spannend. Ne? Also ich finde es auf jeden Fall aufregend. Okay. Dann habe ich mir dabei was gedacht. Ja, schmeiß nach hinten, ne? Von R.E.M. Beauty. Ist es nicht von der... Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall auch eine sehr berühmte Person, die diese Marke hier rausgebracht hat. Da gab es diese Pinsel und die habe ich gesehen und ich fand die schön. Und da habe ich mir gedacht, komm, Claudi, das sind bestimmt Pinsel, die auch was drauf haben, weil die so teuer sind. Und dann musst du die auf jeden Fall mal mitnehmen. Und die sehen so spacig aus. Alter, wie viel Verpackung hier dran ist. Echt fancy, wobei das ist Pappe, aber das ist Plaste. Ciao. Und das ist so ein Foundation-Pinsel. Guckt euch den mal an. Ich glaube, online sieht man das immer irgendwie so, ne? Aber wenn du so von vorne drauf guckst, ist es einfach quadratisch, aber so abgeschrägt, abgerundet auch. Damit kannst du bestimmt toll Foundation auftragen, ne? Habe ich auf jeden Fall großes Interesse dran, den auszuprobieren. Er sieht nicht so hochwertig aus, wie er online aussah. Also ich finde, online sah der irgendwie geiler aus. Ja gut, jetzt habe ich hier nämlich so einen matt-silberfarbenen Stiel. Und ja, hier habe ich mir auch noch den Concealer-Pinsel geholt. Ich verwende selten Pinsel, um Concealer aufzutragen. Heute habe ich es auch mal wieder gemacht. Ich habe so einen Look geschminkt, wo ich Produkte aus Adventskalendern verwendet habe. Und da habe ich es halt verwendet, ne? Oder wenn man halt so eine Mousse Foundation verwendet, dann verwende ich ja auch für den Concealer kein, ich einfach hier so Müllhaufen um mich herum habe, verwende ich für den Concealer halt auch kein Schwämmchen, nicht unbedingt. Auch hier wieder diese witzige Form, das ist super fancy, oder? Ich finde es abgefahren, ja, schaut so aus. Ja, mal gucken, ob die in der Anwendung auch so fancy sind. So, dann hatte ich mir jetzt auch noch von Too Faced das Make-up Insurance 18-Hour Wear Longwear Setting Spray gekauft. Das ist dieses hier. Auch das alles reduzierte Produkte. Dementsprechend habe ich mich einfach gefreut wie ein kleines Kind. Und dann, ja, es ist doch klasse, ne, wenn man das so kann. Longwear Setting Spray, ja, schaut so aus. Und ich weiß nicht, Too Faced, das war ja mal genau wie MAC, ne? War super innen und alle fanden das großartig und irgendwie verschwinden die immer mehr von der Bildfläche. Ja, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht sind die einfach zu lange auf dem Markt. Der Markt ist davon gesättigt. Keine Ahnung. Von Make-up by Mario habe ich mir den Moisture Glow Plumping Lip Serum Bronze Glow bestellt. Das ist dieser hier. Make-up by Mario hat mich sehr, sehr überzeugt. Ich habe ja eine Foundation von denen gekauft. Auch bei Sephora und fand es richtig toll. Und ja, die haben ja noch weitere Produkte dort. Oh, den kannst du nicht zurückdrehen, muss aufpassen. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie der sich so auf den Lippen macht. Und ich meine, dass auch hier die liebe Jenny schon was drüber erzählt hatte. Ja, ja, ja.
Ich darf nicht mehr so viele YouTube-Videos gucken. Dann von Anastasia Beverly Hills habe ich hier den Glow Seeker Highlighter. Und den habe ich eben schon mal aus seiner Verpackung genommen. Und Leute, weil er sich so schwer angefühlt hat, ich dachte, was ist das denn, ne? Ich habe mich so gefreut und ich freue mich auch immer noch, weil der ist so dermaßen hochwertig verpackt. Also die Umverpackung, das hier, das Packaging vom Produkt selber ist so schwer, so schön, so edel. Und das finde ich klasse. Also bei so einem teuren Produkt soll das auch bitte so sein. Der schaut so aus und ich hoffe, dass der auf dem Gesicht nicht so eine Glitzerbombe ist. Ich hoffe, dass er wunderschön ist und dass der genau so ist, wie ich ihn hier sehe. So glasiert und so, ne? Und ich habe die Farbe Sun Idol und ich hoffe, dass es mir passt und dass es mir nicht zu dunkel ist, zu gelb ist. Ich bin wirklich, ne, was mein Teint angeht, ja immer so schwierig. Ich bin halt so. Nun, dann gab es hier von Lancôme etwas für Umme mit dabei, scheinbar, keine Ahnung. Ach ja, stimmt, weil ich bin ja auch Sephora Unlimited Mitglied und da gibt es ab und an mal so Goodies. Das ist jetzt dieses hier, so ein Kajalstift und ein Augen-Make-up-Entferner. Ist ganz süß, ne? Das wird aber jetzt nicht unbedingt bei mir bleiben, denke ich mal. Dann habe ich hier auch noch von Make-up Forever etwas, habe ich den bestellt oder ist das eine Probe? Ne, das ist eine Probe, den habe ich nicht bestellt. Hydra Booster, das ist der One Primer, 5 ml. Das ist auch nett, ne? Dass man da einfach mal so eine Probe mit dazu bekommt, dass man das ausprobieren kann. Aber ich meine, dass ich den schon habe. Bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine sogar, dass ich den in der Originalgröße habe. Der war mal irgendwo in einem Adventskalender drin, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich gerade aber nicht. Muss ich mal gucken. Nun, auf jeden Fall ist er hier auch mit in meinem Paket drin. Ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich jetzt auch noch bestellt habe von Rare Beauty Brow Harmony Precision Pencil in der Farbe Rich Taupe. Ich bin ja immer auf der Suche nach der perfekten Augenbrauenfarbe für mich, was gar nicht so leicht ist. Ja, in der Drogerie bin ich mit dem Catrice eigentlich ganz gut zufrieden, ne? Aber ja, Rare Beauty hat aber auch, ich glaube, das war sogar ein neues Produkt. Ich gucke ja immer so nach neuen Produkten. Das fühlt sich auch sehr schwer an, finde ich schon mal sehr positiv. 0,08 Gramm ist jetzt wirklich nicht die Welt. Zum Rausdrehen. Es ist eckig vorne dran. Auch ganz spektakulär. Mal gucken, wie der dann so performen wird, ne? Bin ich auch gespannt drauf. Vielleicht mache ich auch mal ein Fullface hier, Black Friday oder sowas, keine Ahnung. Finde ich übrigens sehr sympathisch, dass das aus Papier ist und nicht in den Plastikmüll muss. So. Muss ich aufräumen, Leute. Geht so nicht weiter. Auf jeden Fall Pat McGrath. Yo. War mal super beliebt. Mega krasse Lidschattenpaletten hast du nicht gesehen. Jetzt mittlerweile kriegst du ja immer wieder richtig krasse Rabatte. Auf jeden Fall habe ich mir hier die Mothership Bijou Brilliant Starstruck Splendor Palette, Blush and Eyeshadow Palette bestellt. Ja, die ist ja normalerweise recht teuer gewesen und die war halt rabattiert und so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, was soll der Falschgeiz, ne? Hat ein Schleifchen drauf. Also liebe Grüße gehen raus an Frühlingsrolina, an die liebe Alina. Ich glaube, die wird schreien, wenn sie die Palette sieht. Wunderschön und ich hoffe, dass hier die Qualität halt auch stimmt, weil manchmal hast du hier bei den Paletten echt eine miese Qualität, um das mal wirklich ganz ehrlich zu sagen. Ja, schaut so aus. Wir haben hier zwei Blushes drin. Also es ist wirklich eine tolle Kombinationspalette. Auch hier witzigerweise wirklich kein heller matter Ton. Und auch kein heller Schimmerton. Okay. Ich mag aber dieses Zusammenspiel aus diesem ja, lila Taupe und dem Grün. Also das ja, inspiriert mich definitiv, ne? Und dass wir auch die zwei Blushes drin haben, finde ich sehr schön. Dann haben wir auch eine recht hochwertige Palette, das kannst du nicht anders sagen. Nymphette und Coral Cosmos sind übrigens die Blushfarben, falls es jemanden interessiert. Und ja, die ist jetzt hier. Und ich hoffe, die bleibt bei mir. Mal gucken. Zack. So, dann hat Owens Eye neue Paletten rausgebracht, neue Produkte rausgebracht, die ich mir natürlich bestellen musste. Und ich finde es so frech von Owens Eye. Die haben das mal damals gehabt, dass sie dann halt eine neue Palette rausgebracht haben. Und jetzt machen die halt wirklich Kollektionen. Und natürlich, wenn du jemand bist, der auf die Qualität von Owens Eye steht oder auf die generellen Paletten von Owens Eye, dann kaufst du sie dir alle. Aber es wird dann ganz schön teuer. Gut, aus Schweden hast du halt das Glück, du hast keinen Zoll oder so, ne? Trotzdem ist es echt frech. Naja, hier habe ich auf jeden Fall noch, ich weiß auch nicht warum, Pufffolie mit drauf. Ach so, weil ich die schon ausgepackt hatte. Ich bin ja auch ein Vogel, ne? Das sind nämlich die Weihnachtspaletten und die sind so schön. Und die braucht man auch alle. Ich habe das auch, weil ich es irgendwie als Set bestellt habe, dass ich da auch noch irgendwelche Tücher dazu gekriegt habe. Sowas verwende ich halt nicht unbedingt. Das geht dann auch in Verlosungen weiter oder so. Der Karton ist ganz
ja, praktisch, ne? Die kann man auch weiterverwenden. Dann hast du hier noch so ein Kärtchen mit dabei. Und das ist so an der Grenze zu, es könnte zu kitschig werden. Also ich glaube, dass manche auch tatsächlich bei dieser Kollektion gesagt haben, na, ich weiß ja nicht, manche Sachen sind schon sehr, sehr over the top. Aber ich finde, dass, also die sind so geil. Die Qualität ist ein absoluter, absoluter Traum bei Odens Ei. Die Farbkonstellation, der Hammer. Und also, ich weiß nicht. Muss ich irgendwas dazu sagen? Es sind halt wirklich meine Töne. Ne? Wir haben dieses Grün. Ich habe mit dem Rot jetzt nicht so viel an, also gemeinsam sage ich jetzt einfach mal. Aber diese Grüntöne schreien mich auf jeden Fall an. Aber auch alles andere, das ist so hübsch. Und mit dieser Palette kannst du wirklich so viel machen. Und hier ist der helle matte Ton tatsächlich dieses dezente Neongrün. Also Odens Ei ist halt wirklich etwas für diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe Bock auf Farbe, ich habe Bock auf Texturen. Ich habe Bock einfach auch mal, mich was zu trauen. Ne, da kommst du dann damit ganz gut. Wenn du es ein bisschen dunkler möchtest, dann hast du die Christmas Eve Palette. Das war jetzt gerade erst die Merry Christmas Palette. Und bei der Christmas Eve Palette sind wir natürlich etwas dunkler unterwegs. Was nicht heißt, dass du hier nur irgendwelche grungy Looks mitschminken kannst. Irgendwo ist es noch zu, da. Ne? Hier sind wir dann auch wieder bei dem blauen Bereich. Also wenn MAC sowas mal rausbringen würde, in dieser Qualität, in dieser Farbkonstellation, wäre das wahrscheinlich für uns alle ein bisschen unbezahlbar. Aber da würden die Leute auch ein bisschen mehr drauf abfahren. Ich weiß nicht, ne? Ich werde die ausprobieren, ich werde die mit euch ja auch verwenden. Aber sowas ist halt wirklich unfassbar gut. Und Odens Eye ist ja auch, glaube ich, eine Indie-Brand-Marke nach wie vor. Und die habe ich, glaube ich, durch, ich glaube, Peggy war die erste, die vorgestellt hatte, Morbus Black, ne? So, jetzt kommen wir zu den Paletten, die etwas verspielter sind. Da habe ich einmal die Snow Dream Palette, die jetzt auch mehr so in die hellere Richtung geht. Also es ist halt wirklich dieser Schneemann da vorne drauf mit seinem Stern auf dem hier und auch niedlich und Lebkuchenmann und so. Ja, das ist, ich würde sagen, tatsächlich die so ziemlich zurückhaltendste Palette aus der Kollektion, ne? Aber trotzdem geile Töne. Ich weiß nicht, inwiefern die vielleicht sogar schon alle irgendwie ausverkauft sind oder sonst irgendwas. Das ist bei den Christmas-Paletten immer sehr schwer, sehr schnell. Und ich hatte mich letztes Jahr so geärgert, weil ich nicht bestellt habe. Und die haben auch so schöne Paletten gehabt. Und ich habe mich deswegen so gefreut, dass sie dieses Jahr wieder welche rausgebracht haben. Und ja, letztes Jahr waren es noch zwei und dieses Jahr sind es vier, ne? Wisst ihr Bescheid? Die merken halt selber, dass es eine Goldgrube ist, wenn die da halt so großartige Qualität haben. Und die Hey Reindeer Palette ist dann diese hier. Ich glaube, das sind auch einfach Paletten, wenn man die bei sich hat, dann greift man da gerne zu, einfach weil sie auch so hübsch sind. Die sprechen einen auch einfach so an, ne? Das ist, ach, das ist einfach ein Träumchen. Und ja, auch die etwas zurückhaltender in Anführungsstrichen, aber trotzdem extrem schön. Also sehr hell und sehr freundlich und sehr nice, oder? Kennt ihr Odens Ei? Wahrscheinlich habt ihr das ja auch schon öfters bei mir mitbekommen. Oder habt ihr was von Odens Ei? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Teilt das mit der Community. Ich persönlich bin halt wirklich ein absoluter Fan von deren Lidschattenpaletten. Die anderen Produkte sind nicht so unbedingt mein Ding. Du hast auch die Möglichkeit, dir da selber was zusammenzubauen und so weiter, ne? Aber das ist schon krass, Leute. Okay, jetzt kommen wir zu dem Produkt, was ich verlosen möchte. Und zwar habe ich mir von Rituals diese Surprise-Boxen bestellt. Und ich habe mir zwei Stück davon bestellt. Ich werde eine davon verlosen. Sehr wahrscheinlich werde ich die aber umpacken, weil das hier zu versenden ist halt, also, das ist, die werden hier sehr viel Luft wahrscheinlich drin haben. Und dann versende ich das wahrscheinlich mit Inhalt und die Box ist dann irgendwie zusammengefaltet mit dabei oder so. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen Füllmaterial und ich schaue mal, ob beide Boxen auch gleich befüllt sind. 9,90 Euro hat das pro Box gekostet und ich starte hier mit dem Sparkling Hair & Body Mist. Da haben wir 20 ml drin von der Ritual of Meer Reihe, die ich sehr, sehr angenehm und passend für die Winterzeit finde. Also das ist so mit Orange, ne? Dann haben wir hier drin Laundry Deluxe Refreshing Spray, Ritual of Sakura, was persönlich schön ist mit 20 ml, aber ist jetzt kein super hochpreisiges Produkt. Also das kannst du halt so für dein, wenn du jetzt so von Sommer auf Winter Sachen wechselst und du dann quasi die Winterjacken rausholst, dass du es einfach drüber machst, dass es nicht so nach Schrank riecht oder halt auch die dicken Winterpullis. Manche bewahren die ja so im Keller oder im auf dem Dachboden auf, ne? Dass du halt nicht alles nochmal durchwaschen musst, sondern einfach mal so ein bisschen draufsprühen. Das ist nicht verkehrt. Dann haben wir hier auch den Conditioner Volume and Nutrition von Ritual of Sakura mit drin. Das finde ich schön, dass wir hier auch Haarpflege drin vertreten haben. Und toller Duft, ne? 50 ml.
Ich hoffe, dass beide Boxen gleich befüllt sind. denn wir haben hier auch noch passend dazu das Shampoo drin. Oh, geil. Volume and Nutrition auch mit 50 ml aus der Ritual of Sakura Reihe. Ich glaube, da geht die Party ab. Also das feiere ich hart. In der kleinen Größe haben wir den Recovery Hand Balm for Dry Skin mit 20 ml. Also eine Handcreme geht jetzt definitiv. Ich habe furztrockene Hände, ne? Freue ich mich drüber. Und dann haben wir hier auch noch Radiance Anti-Aging Serum drin mit 10 ml. Da kannst du auch mal dann die Skincare etwas ausprobieren. Also sehr schöne Box. Ich persönlich hätte jetzt wahrscheinlich, also ich würde mir persönlich wünschen, dass hier einfach ein Duschschaum oder sowas mit drin gewesen wäre. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Aber gut, ja, das ist jetzt der Inhalt von der Box Nummer 1. Und dann schaue ich mal, ob die zweite Box, die ich bestellt habe, genauso befüllt ist. Achso, die gab es übrigens gratis mit dabei, weil ich ja mit den Sachen, die ich bestellt habe, über einen gewissen Bestellwert gekommen bin. Ritual of Sakura, Celebrate Each Day as a New Beginning. Das ist eine Duftkerze und ich habe hier ja auch eine stehen, die ich, glaube ich, im Adventskalender hatte. Und wenn die dann abgebrannt ist, kann ich die da hinstellen. Oder wenn die abgebrannt ist, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall eine Duftkerze. Doch, das riecht ganz gut. Ich mag das Raumspray gar nicht davon, aber bei den Duftkerzen haben die das irgendwie anders von der Duftkomposition oder Duftverteilung oder wie auch immer. Ist wunderschön. Das ist auch ein Klopper. Also ist echt groß, ne? Hier steht auch noch ein bisschen was drin. London, Paris, Amsterdam. Jo. 290 Gramm. Also das ist halt auch nicht günstig. Und das war halt auch für Black Friday, dass du einmal diese Boxen hattest und dass es dann halt als Goodie diese Kerze mit dabei gab. Fand ich schön, denn ich habe, wie gesagt, zwei Boxen bestellt und ich habe mir auch noch ein bisschen Make-up bestellt. Einmal einen Lippenstift, das ist einmal hier dieser hier in der Farbe Nude Kiss, denn ich wollte vielleicht auch mal wieder so ein bisschen andere Marken ausprobieren, was Make-up angeht. Ich habe auch noch ein bisschen was von Rituals da. Vielleicht kann man das einfach mal ein bisschen kombinieren. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es halt ein sehr, sehr klassisches Tönchen, was ich auch einfach schön und tragbar fand. Ne? Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Aber ich habe mir den jetzt in dieser Farbe hier bestellt, damit ich den dann auch irgendwann mal verwende, wenn ich ihn halt aufhabe. Und Cheek and Eye Glow Pudre. Achso, habe ich mir auch noch bestellt. Und das ist eine Pink Brown, ist die Farbbezeichnung. Das dürfte eine Lidschattenpalette sein. Ja, so in der Art. Nicht wirklich. Ist eher ein Highlighter. Also du kannst es auch für die Augen verwenden, weil du natürlich verschiedene Töne hast. Hast dann aber nur Glowy-Töne, ne? Ein Blush habe ich auch noch da. Und so dies, das, Ananas, muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen was zusammenbastel, ne? Vielleicht mache ich da auch einfach ein gemischtes Fullface mit verschiedenen Marken. Mal gucken. Aber ich fand das interessant. So, jetzt gucken wir mal. Da ist ein bisschen Krümel drauf, was in der anderen Surprise-Box so drin ist. Ob wir da den gleichen Inhalt haben. Ich habe ja beide in einer Bestellung gehabt. Manchmal ist es dann so, dass du das identisch hast. Ich gucke rein und sehe, ja, es ist der identische Inhalt drin. Okay, das heißt, diese Box wird dann an euch verlost. Ne? Und die andere Box behalte ich dann. Das heißt, ich kann mir dann demnächst meine Haare mit Ritual of Sakura waschen. Wie geil. Freue ich mich drüber. Ja, das war jetzt schon der erste Part von meinem Black Friday Haul. Es sind auch super viele Sachen zu mir unterwegs, aber ich wollte das hier einfach mal vom Tisch haben. Also steht da hinten nämlich immer auf diesem kleinen Sofa und wartet nur darauf, abgefilmt zu werden. Und Sammy ist ganz traurig, weil er eigentlich gerne auf das Sofa drauf möchte. Jetzt kann er wieder. Und ich kann die Sachen wegräumen, beziehungsweise teilweise dann auch mit euch zusammen verwenden. Und ich freue mich schon drauf. Ihr Lieben, viel Erfolg bei der Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Einfach mal vorbeischauen. Und jetzt seht ihr auch, was so in den nächsten Wochen auf euch noch weiterhin zukommt. Also wenn du Bock hast, gerne diesen Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du auch kein Video von mir. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.